So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich möchte heute mal leider nochmal über was Corona-Riges sprechen, nämlich die Frage, ob so eine olle Schutzmaske jetzt nun hilft oder eben nicht. Und da müssen wir, das ist nämlich der springende Punkt, ich nehme mal schnell noch meinen Schal, um wenigstens irgendwas Maskenmäßiges simulieren zu können, weil ich besitze keine. Da müssen wir jetzt differenzieren. Wenn ich jetzt so rumrenne, noch mit freiem Kolben, dann hilft das nicht viel. So gut wie nix. Wenn ich so rumrenne, dann hilft das sehr viel, wenn ich selbst erkrankt bin und niemand anders anstecken möchte. Und hilft ein bisschen unter gewissen Bedingungen, wenn ich selber vermeiden möchte, angesteckt zu werden. Ja? Wenn ich jetzt sogar noch eine krassere Maske habe, eine FFP3-Maske oder sonst was, dann hilft das natürlich auch unter gewissen Bedingungen. So, und jetzt habe ich schon ein paar Mal gewisse Bedingungen gesagt und das ist nämlich der springende Punkt. Weil was mir so auf den Keks geht, ist, dass das in den meisten Medien so abläuft, dass man mal wieder irgendeinen Virologen aus dem Labor zerrt, wo er wichtige Sachen tut, ihn vor eine Kamera stellt und ihn dann 5 Minuten interviewt und ihm gefühlte 28 Fragen stellt, woraus 14 daraus bestehen, wann ist der Impfstoff fertig? Wann genau ist jetzt nochmal der Impfstoff fertig? Können Sie schon ein ungefähres Datum abschätzen, wann der Impfstoff fertig ist? Und so weiter, ja? Oder wann gibt es ein Heilmittel? Dabei ist auch fast immer die Frage, sollen wir jetzt einen Mundschutz verwenden oder nicht? Sie haben jetzt 38 Sekunden Zeit für eine allumfassende Antwort, die uns alle schlauer macht. So, und das ist nämlich der springende Punkt. Das kannst du einfach nicht, egal ob du der größte Virologe aller Zeiten bist, kein Mensch kann da drauf in einem ollen Nachrichteninterview, das in 38 Sekunden oder wie viel Zeit man auch immer für die Antwort dieser Frage hat, eine zufriedenstellende Antwort geben. Weil es halt eben nun mal drauf ankommt. Es kommt auf jede einzelne mögliche Situation drauf an, in der man sich befinden kann. Und da kann man jeweils einzeln beurteilen, ob hier jetzt nun mal eine Maske sinnvoll ist oder eine Maske eben nicht sinnvoll ist. Und deswegen, weil sie die Zeit offensichtlich nicht bekommen, um das mal vernünftig zu erklären, es gibt schon in schriftlicher Form zum Nachlesen, ja, aber in Videoform, in Zeitungsform, in Nachrichtenform offensichtlich nicht. Und deswegen gibt halt auch jeder Virologe darauf eine relativ unbefriedigende Antwort, die ungefähr lautet, ja, also wenn sie so ein Ding aufhaben, um andere zu schützen, wenn sie selbst infiziert sind, dann können sie damit weniger weit husten und dann kriegen die anderen Leute das nicht ab und das ist sinnvoll. Hingegen, wenn sie sich selber schützen wollen, ziehen sie so eine Maske besser nicht auf, weil dann wurschteln sie sich zu viel im Gesicht rum und dann sind die Chancen, dass die Maske hilft, relativ gering und die Maske würde woanders sowieso besser gebraucht werden. Puff. Das ist also so mehr oder weniger die Kurzfassung dessen, was man dann immer mal wieder zu hören kriegt mit geringfügigen Abwandlungen. Hätte der jetzt mehr Zeit, welcher Virologe auch immer, um das genauer zu erklären, dann müsste er differenzieren, was, wann, wie, in welcher Situation. Ja. Und dann kommt die Nachfrage, und die wird auch für Verschwörungstheorien benutzt inzwischen. Ja, aber warum brauchen die denn im Krankenhaus dann solche Masken? Dann brauche ich doch auch solche Masken. Da werden wir doch nach Strich und Faden verarscht. Nee, es ist einfach nur kompliziert und die Leute haben zu wenig Zeit, das Ganze ausführlich zu erklären. Und da ich genug Zeit habe, um es ausführlich zu erklären und mich da jetzt auch mal ein bisschen in die Thematik eingelesen habe und es mir einfach so sehr auf den Keks geht, dass das jedes Mal so oberflächlich behandelt wird, jetzt von mir eben die ausführliche Variante, wann schützt eine Maske und wann nicht. So, wir kommen zu Szenario 1. Wir kauen jetzt verschiedene Szenarien durch. Ne? Machen wir noch anders. Wir machen erstmal die Hardware-Frage. Was gibt's für Masken? Also, Möglichkeit ganz einfach ist, tada, Schal vorm Gesicht oder sonst was. Schal vorm Gesicht oder sonst was, je nach Dicke vom Material, wenn du jetzt angenießt wirst, ja, und kriegst da eine Ladung Rotz mitten ins Gesicht, meinetwegen. Dann reicht ein stinknormaler Schal vorm Gesicht schon aus, um die Keime, die dabei übertragen werden, also da, wo man sie nicht hinhaben möchte, hinübertragen, sprich ins Innere des Körpers. Das kann man mit so einem simplen Stück Stoff locker um 50-70% reduzieren. Hat man dann so eine chirurgische Maske aus dem Krankenhaus, also das Ding, was man sich da hinter die Ohren klemmt und dann dieses weiße Rechteck
vor der Nase hat. So einer liefert so um die 80% Reduktion. Ja, so ganz, 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 ganz grob. Da gibt es ganz genaue Untersuchungen zu und das hängt dann davon ab, ob und wenn und so weiter und so weiter. Aber jetzt bleiben wir einfach mal dabei. So genau müssen wir das eh nicht wissen. Eine FFP-Maske. Je nachdem, ob das jetzt eine 1 bis 3 ist, sagen wir mal so, die 3 liefert einen 98%igen Schutz. Das ist garantiert, dass da also maximal 2% und in Wahrheit sind es wahrscheinlich meistens noch deutlich weniger, maximal 2% der Partikelchen, die auf diese Maske drauf gerotzt, Entschuldigung, werden, gehen da überhaupt nur durch. Ja? So, das klingt jetzt erstmal toll und das ist es auch sicherlich, aber folgendes, was man dazu wissen muss, auch nochmal eine technische Information zur Hardware quasi, eine Infektion findet dann statt, wenn man eine individuell kritische Zahl an Keimen abbekommen hat. Individuell kritisch heißt, je nachdem, wie sehr das Immunsystem der Person, die jetzt gerade angesabbert wurde, gut funktioniert, desto mehr Keime braucht diese Person, um zu erkranken. Wurde man also jetzt mit, weiß was ich, 10.000 Keimen angesabbert und das weiß man vorher natürlich nicht. Ja, das kann man auch nicht feststellen, aber grob muss man das sich so vorstellen und man hat ein hervorragendes Immunsystem und es braucht mindestens, keine Ahnung, 5.000 Keime, dass man ernsthaft krank wird. Dann würde so ein Schal mit seiner 50%igen Reduktion dazu führen, dass man eben nur 5.000 abbekommt und dann hat man eine gute Chance, dass man eben gar nicht krank wird bei der ganzen Aktion. Ja? Also theoretisch wäre er da schon sehr hilfreich. Ist man jetzt eine Person, die ein sehr schlechtes Immunsystem hat oder sehr alt ist oder sehr krank oder sonstige Risikofaktoren eben entsprechend hat, ja? Dann reicht so ein Schal gegebenenfalls nicht, weil man schon bei, sage ich jetzt mal, 1.000 Keimen, die man effizient abbekommt, bereits erkranken würde. Und da bräuchte man also dann eine mindestens 90%ige Reduktion durch das Ding, was man vor der Grosche mit sich rumschleppt, um eben eine Infektion zu verhindern. Aber nur in diesem speziellen Szenario, dass man jetzt sagen wir eben 10.000 Keime abbekommt und die jeweiligen Situationen so liegen. Die Zahlen sind völlig fiktiv, ja. Aber nur, dass man sich da mal grob so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Es kann auch 100.000 sein, davon brauchst du 50.000, um zu erkranken. Es können auch 100 Millionen sein und was weiß ich was alles. Die Dinger sind klein, da kommt man schnell auf große Zahlen. Ne? So, das also zur groben Hardware-Frage. Je besser die Maske, desto weniger geht da durch. Desto weniger da durchgeht, desto geringer die Chance zu erkranken. Grundsätzlich ist aber ein bisschen Reduktion für viele normale Menschen schon bereits ein deutlicher Vorteil. Ja? Und deswegen haben wir in Situationen, wo gar keine Masken mehr zu kriegen sind und wo sie inzwischen empfohlen werden, eben auch die Empfehlung, dass man doch einen Schal oder Ähnliches nehmen soll oder einen hohen Kragen. Oder was weiß ich, weil das halt auch schon besser ist als nichts und auch schon ordentlich was bringen kann. Das sind aber bloß technische Parameter. Ganz wichtig, technisch. Ja? Also rein technisch ist irgendwas vorm Gesicht haben, in dem Moment, wo man wirklich angeschlabbert wird, immer besser als nichts vorm Gesicht haben. Und jetzt kann man natürlich bei dem Punkt einfach aufhören, sobald ihr was vom Gesicht habt, ist besser als ohne, und alle anderen Szenarien ignorieren. Und dann kommt man drauf, dann sind doch diese Masken eigentlich toll. Und dann fragt man sich, warum gibt es denn da noch Virologen, die sagen, die Masken sind eben nicht toll. Weil eben diese rein technischen Parameter eben nun mal nicht alles sind, was dabei eine Rolle spielt. So, jetzt Szenario 1. Ja? Wir haben Angst vor Corona, das ist jetzt erstmal vorausgesetzt. Wir verhalten uns so, dass wir möglichst geringes Infektionsrisiko haben und wollen aber keine Maske aufziehen oder haben keine. So, und jetzt gehen wir vor die Tür. Und was machen wir dann, damit wir nicht infiziert werden? Naja, wir machen genau das, was wir jetzt hoffentlich seit Wochen schon gemacht haben, nämlich wir halten einen Mindestabstand von 1,5 Metern mindestens, besser 2, lieber noch 2,5, zu allen anderen Menschen, denen wir unterwegs so begegnen, ein. Und wir fuhrwerken uns nicht im Gesicht rum.
Und wir waschen uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Hände. Und wenn wir ganz, 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 ganz toll sein wollen, dann nehmen wir vielleicht noch ein Desinfektionstüchlein mit oder ein bisschen Desinfektionsspray und desinfizieren uns alle paar Stündchen auch nochmal die Pfoten. Ja, so. Und haben keinen Mundschutz. Und das machen wir den ganzen Tag und dann kommen wir wieder nach Hause und dann haben wir eine extrem gute Chance, dass wir uns nicht infiziert haben. Denn, wenn, und davon gehen wir jetzt mal aus, wir das wirklich krass durchgezogen haben, ja, und wir uns nie ins Gesicht gefasst haben und nie irgendwem anders näher als 2 Meter gekommen sind, dann ist es nahezu völlig unmöglich, dass wir uns infiziert haben. Und wenn wir also diese Sachen wirklich konsequent beherzigen, dann brauchst du um Verrecken keine Maske. Völlig unsinnig dann. Weil du hast dich ja an alles gehalten. Und dann ist es einfach nahezu, ne, das geht nicht. Jemand müsste sich schon wirklich Mühe geben, Zielspucken zu betreiben, wenn er die über 2 Meter noch mit irgendwelcher Tröpfcheninfektion infizieren wollen würde. Und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht unbedingt üblich ist. Vorsichtig ausgedrückt. Ja. Kein Mensch hustet 2 Meter weit. Das ist also wirklich deswegen ja auch 1,5 Meter Minimum. Und das ist auch schon unwahrscheinlich, dass jemand 1,5 Meter weit hustet. Beziehungsweise das, was nach 1,5 Metern bei einem ankommt, ist auch wieder so eine so geringe Menge an Keimen, dass man davon eigentlich im Regelfall überhaupt nicht erkranken können sollte. Ja. Diese paar Keime kann fast jedes Immunsystem noch händeln und dann im Gegenteil, dann ist das sogar noch positiv, weil dann hat es diese Keime schon mal kennengelernt und baut sich dann langsam aber sicher auch Antikörper dazu auf. Das heißt, ein Risiko, das meiner Meinung nach vertretbar ist. Ja, absolut. Aber ich bin auch super gesund. Also was heißt super gesund? Also in Anbetracht der Umstände relativ gesund und habe ein normalerweise recht gut funktionierendes Immunsystem. Und dementsprechend wäre das für mich ausreichend. Ja? Also das war Szenario 1. Wenn wir jetzt nicht dran glauben wollen, ist der springende Punkt, dass Szenario 1 zum Schutz für normale, Nicht-Risikopatienten eben völlig ausreicht, dann müssen wir zu Szenario 2 übergehen. Szenario 2 ist das, was eben viele Virologen befürchten, was passiert, wenn die Leute mit Maske rumrennen. Szenario 2 sieht also vor, wir tragen irgendeine Form von Maske. Das kann jetzt die chirurgische Maske sein, das einfache Stück Stoff, in Anführungszeichen, mit den 2 Bügeln zum hinterm Ohr festmachen. Oder eine FFP3-Maske. Das ist dann schon relativ wurscht, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man jetzt, nachdem man das Haus verlassen hat und ja nun diese Maske aufzieht, damit umgehen kann. Erstens, man zieht diese Maske auf und ist ich und hat da relativ viel Gehaare im Gesicht hängen. Ja, dann zieht man sich die Maske da drüber und dann hängt das unten raus, dann hängt das auf der Seite raus und jetzt läuft man fröhlich durch die Gegend. Hey, ich habe eine Maske auf, mir kann nichts passieren. Und das heißt, läuft man super nah an irgendwelchen Leuten vorbei. Husten Sie ruhig, ich habe eine Maske auf. Und dann macht derjenige und dann kriegt man den ganzen Kladderadatsch ins Gesicht und die Maske beschützt einen. Und man denkt sich, haha, und man geht nach Hause, nachdem man sich eine Packung Hotdog-Würstchen oder was auch immer gekauft hat. Und daheim hängt man seine Maske an den Haken. Aber abgesehen, dass die nur einen Tag verwendet werden darf, maximal eigentlich nur ein paar Stunden. Und danach muss man sie wegschmeißen. Aber angenommen, es wäre jetzt eine Mehrwegmaske, gibt's nicht. Aber wir hängen sie einfach an den Haken, damit das Bild, was wir uns jetzt hier zusammen konstruieren, schöner aussieht. Und laufen weiter in unserem nicht kontaminierten Zuhause rum und freuen uns und machen irgendwann diesen hier. Weil das die kognitiven Fähigkeiten fördert. Ist wirklich so. Kann ich absolut bestätigen. Und danach machen wir diesen hier. Und schwuppdiwupp haben wir Corona. Und das, obwohl wir eine Maske auf hatten. Ja? So, das war also Maskenszenario 1. Maskenszenario 2. Wir haben keinen Bart und dementsprechend bleibt uns auch nicht aller Kladderadatsch im Bart hängen und sonst wo. Und rennen wieder mit der Maske raus. Yay, ich habe eine Maske auf, mir kann nichts passieren. Rennen wieder an der Keimschleuder vorbei. Die Keimschleuder hustet uns an, weil wir das so haben wollen, weil wir eine Maske aufhaben. Und kriegen einen Keim ins Auge.
Wir denken, wir haben eine Maske aufgehabt, gehen nach Hause und sind mit Corona infiziert, weil wir einen Keim ins Auge bekommen haben. Aber wir hatten ja eine Maske auf. So. Maskenszenario 3. Wir rennen wieder mit der Maske los und zwischendurch, das hat man auch schon so oft gesehen, bei den Leuten, die eine Maske aufhaben, ziehen wir sie mal wieder runter. Wenn gerade keine Leute in der Nähe sind, dann ziehen wir sie mal wieder hoch, dann ziehen wir sie mal wieder runter, dann ziehen wir sie mal wieder hoch, dann gucken wir, ob die Maske noch gut sitzt und fuhrwerken uns viel mehr im Gesicht rum, als wir im Szenario ohne Maske und bei richtigem Verhalten sonst tun würden, ja? Es mag Leute geben, die das nicht so machen, aber es gibt auch Leute, die das so machen. Und da muss man eben differenzieren. Wenn du ein perfekt disziplinierter Maskenträger bist, dazu kommen wir noch, bevor sich jetzt jemand aufregt. So, und im Endeffekt sind wir vielleicht noch nicht mal angehustet worden, haben aber so viele kontaminierte Oberflächen angefasst und hinterher an unserer Maske rumhantiert, dass wir uns allen Kram ins Gesicht geschmiert haben und kommen nach Hause und haben Corona. Und das wieder, obwohl wir eine Maske auf hatten. Das ist völlig wurscht, was für eine Maske, weil solange wir irgendwas im Gesicht hängen haben und da dauernd dran rumfuhrwerken, dann ist das schon scheiße. Okay, nächste Möglichkeit. Wir haben zwar keinen Bart und haben die Maske auf und werden angehustet und fassen uns nicht ins Gesicht und tragen die Maske völlig korrekt. Ja? Und es geht nichts durch und alles gut. Und wir kommen nach Hause und hängen wieder die Maske an den Haken. Und selbst wenn wir jetzt nicht noch einen Haufen zusätzliche Kontaminationshaare im Gesicht hängen haben, selbst dann besteht eine gute Chance, dass wir noch irgendwo auf der Backe was hängen haben, irgendwann im weiteren Verlauf des Tages machen wir diesen hier und schwuppdiwupp haben wir Corona. Ja? Also, mal ein Positivbeispiel. Ich habe inzwischen vergessen, bei welcher Nummerierung wir sind. Aber, angenommen, wir haben jetzt eine FFP3-Maske auf, ziehen die auf, korrekt übrigens, wie man die korrekt aufzieht, gibt es Anleitungsvideos in YouTube, auf YouTube oder sonst wo, kann ich nicht vormachen, habe ja keine Maske. Korrekt ziehen wir die auf, gehen raus. Und folgendes Szenario, wir tun so, als ob wir gar keine Maske auf hätten. Wir waschen uns trotzdem die Pfoten, wir desinfizieren uns gegebenenfalls mal alle paar Stündchen, wenn wir uns die Pfoten nicht waschen können, auch mal die Pfoten. Wir fassen uns nicht ins Gesicht, wir halten 2 Meter Abstand zu allen anderen ein und tun einfach so, als hätten wir diesen Schutz der Maske nicht. Ja? Dann kommen wir nach Hause, hängen die Maske an den Haken und haben kein Corona. Weil wir schon kein Corona gehabt hätten, hätten wir die Maske nicht aufgehabt. Aber wäre es jetzt so gegen aller Wahrscheinlichkeit dazu gekommen, dass uns irgendein ein Zombie-Corona-Patient, ja, also einer, der andere anstecken will und aggressiv wird und macht, zu nahe kommt, ja, und uns dann ansabbert, dann ist eine Maske aufhaben selbstverständlich besser, als keine Maske aufhaben. So, und jetzt kommen wir zum Thema Risikopatient. Macht für einen Risikopatient oder Risikogruppe oder wie auch immer man das nennen möchte, jemand, der wirklich so gut wie gar keine Viren abbekommen darf, um nicht zu erkranken, macht für so jemanden dann eine Maske, die er richtig sinngemäß und vernünftig trägt, Sinn als zusätzliches Backup, zusätzlicher Schutz? Ja. Ja. Da geht das dann. Ja? Macht das allerdings Sinn für jemanden wie mich? Davon abgesehen, dass es mit dem Bart sowieso nicht funktioniert. Eigentlich nicht, weil jetzt kommt ja noch erschwerend dazu. Wenn du so einen Virologen fragst, dann so das Volk fragt den Virologen, dann muss der Virologe natürlich auch eine Antwort fürs ganze Volk geben. Und wenn er jetzt sagt, so eine Maske ist ein zusätzlicher Schutz und eine Maske ist besser als keine Maske, sofern sie dann richtig verwendet wird, dann bedeutet das, dass das Risiko besteht, und das will man jetzt nicht unbedingt haben, dass jetzt jeder Depp losrennt und so eine Maske haben will. Und dass dann Panik aufkommt, weil jeder so eine Maske haben will. Und das, obwohl du bei deinem normalen Lebenswandel als normaler Mensch so eine Maske eben als zusätzlichen Schutz nicht unbedingt brauchst, es sei denn, du bist jetzt Paranoiker, ja? Dann brauchst du sie zwar immer noch nicht, aber wirst trotzdem wahrscheinlich eine haben, weil du halt Paranoiker bist.
Das führt auch dazu, dass dann halt eben die Zahl dieser Paranoiker eben weiterhin ansteigt und dann gibt es irgendwann, wie wir das schon mehrfach erlebt haben und in mehreren Ländern auch gerade noch erleben und wie es vielleicht auch eine ganze Weile noch so weitergehen wird, führt das dazu, dass dann einfach keine Masken mehr zu haben sind für die Leute, die unbedingt so eine Maske brauchen. Weil, abgesehen davon, dass in dem Moment, wo man mit einer einfachen Halbmaske angerotzt wird, es nur einen Zusatzschutz darstellt, gibt es auch noch eine Möglichkeit, mit so einer Maske Rundumschutz herzustellen. Weil, und das ist jetzt auch nochmal ein Thema, was macht denn jetzt das medizinische Personal, dem man die Masken lassen soll? Was machen die anders als wir, wenn wir einfach nur mit einer Maske rumrennen? Na, die haben noch so ein lustiges Häubchen auf, ja? Das heißt, so ein schön Gummihäubchen, das einen Großteil des Gesichts abdeckt. Dann haben sie noch so eine schöne Brille auf, das den Rest vom Gesicht abdeckt. Und dann haben sie hier unten rum eben entsprechend die Maske. So, und rotzt du jetzt so jemanden Vermummten an, dann hängt das alles außen irgendwo am Häubchen. Ja, das hängt nicht innen am Gesicht. Das hängt an der Maske, das hängt an der Brille, das hängt sonst wo. Die haben schön die Haare nach hinten, gerade wenn es Frauen sind mit langen Haaren. Die haben sie ja immer schön hygienisch nach hinten, machen sich dann Dutt oder was auch immer. Und alles ist gut. Und da stellt jetzt so eine Maske einen Unterschied eben zwischen mit Sicherheit kontaminiert und mit sehr hoher Chance nochmal gut dabei weggekommen. Da. Ja, und da macht so eine Maske natürlich einen absolut Sinn. Und insbesondere dann, wenn das eben Leute sind, die ständig nur mit Infizierten zu tun haben. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann besteht zwar eine gewisse Chance, dass mir da ein Infizierter über den Weg rennt. Ein Infizierter, die muss man meiden, die sind böse. Nein, eben nicht, aber also meiden sollte man sie schon. Aber böse sind sie deswegen nicht, das wäre vielleicht nochmal wichtig zu dessen zu differenzieren, ja. Aber die Chance einfach, dass ich da so eine Maske wirklich brauche, ist halt gering. Ja, die Chance, dass man sie im Krankenhaus braucht, die liegt bei 99,99 irgendwas Prozent. Natürlich brauchen die da solche Schutzausrüstung. Und wenn die dann alle geht und dafür hat irgendjemand 100 Masken im Keller rumliegen, während im Krankenhaus dann sämtliches Pflegepersonal an Corona erkrankt, was denen ja nicht immer unbedingt was tun muss, aber dann können sie halt niemand anders mehr pflegen. Und spätestens, wenn sie dann gar niemanden mehr pflegen können, dann sterben Leute. Und jetzt muss man sich selber halt eben die ethisch-moralische Frage stellen, ob es dann sinnvoll ist zu empfehlen, dass jeder jetzt 1000 von diesen Masken im Keller hortet, der sie nicht braucht. Nicht jedenfalls so sehr wie andere Leute. Und das ist immer der Knackpunkt. Und das ist auch das, was jeder Virologe, den man aus seinem Labor gezerrt hat, dann halt eben quasi auch zum Ausdruck bringen möchte. Nur leider hat er nicht genug Zeit, eben alle Szenarien durchzukauen, um zu erklären, wieso so eine Maske gegebenenfalls gar nicht mal so hilfreich ist, ne? Klar hat man jetzt als Privatperson auch die Möglichkeit, wie das medizinische Personal im Gummianzug mit Schutzbrille, mit entsprechender Maske rumzurennen. Und wenn man ein hochgradiger Risikopatient ist, dann nehme ich das auch niemandem übel, der das tatsächlich tut. Ich habe so jemanden noch nie rumrennen sehen, aber theoretisch wäre das eine Option. So, und dann ist man aber auch sicher. Ja? Und das wäre dann wenigstens konsequent. Und das könnte ich dann auch echt noch verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist eben, wenn man Otto Normalverbraucher ohne Risikopatient zu sein, das weiß man natürlich nicht, das sieht man den Leuten ja nicht an, mit so einer Maske rumrennt und dann halt diesen hier macht. Und so ein Kram. Weil, und das sieht man halt am meisten, wenn man die Maskenträger sieht. Und wie gesagt, jetzt wird mir in die Kommentare geschrieben, ja, ich trage meine Maske immer absolut korrekt und finde das total toll. Ja, aber halt nicht nur du. Und das ist immer so der Knackpunkt, ne? Also Maske hilft, wenn richtig angewendet. Wenn falsch angewendet, ist man ohne Maske gegebenenfalls besser dran. So, und übrigens, nochmal. Wenn man jetzt mit Maske rumrennt und man wird angehustet, und man hatte die Maske auf, dann ist man zwar in dem Moment vielleicht durch die Maske geschützt gewesen, wenn man jetzt aber nach Hause kommt und man ist ja rundum kontaminiert, ja, und setzt die dann einfach dahin und macht weiter mit seinem Tagesgeschäft und denkt man, es kann einem nichts passiert sein. Das ist dann Käse. Das heißt, da wird man auch wieder unkonsequent und dann hat man die Maske eigentlich fast schon nicht verdient, in Anführungszeichen, sondern was sollte man stattdessen tun, nachdem man nach Hause gekommen ist, bevor man die Maske abnimmt, einfach mal duschen gehen. Dann ist die Chance, dass da nämlich weggespült ist, was um die Maske drumherum ist, relativ gut. Ja?
Oder Maske halt während des Duschens, kurz bevor das Wasser kommt, abnehmen und dann halt aber gucken, dass man sich dann nicht unbedingt, angenommen man hat hier auf der Nase die Keime kleben. So, und jetzt geht man hin mit dem Duschkopf logischerweise und Wasser läuft da runter und dann läuft es einem in den Mund. Das wäre dann auch wieder kontraproduktiv. Also halt so, trotzdem irgendwie versuchen oder mit einem Desinfektionstüchlein das Gesicht abreiben oder einfach mit Wasser so ein bisschen wenigstens wegwaschen und so weiter. Aber dass dann einfach das Bewusstsein da ist, dass so eine Maske, wenn sie nicht noch mit Gummihäubchen und Schutzbrille getragen wird, einfach nur die Situation verbessert, nicht hundertprozentigen Schutz liefert und dass man nur, weil man eine Maske auf hat, nicht einfach alles wieder machen kann. Das ist wichtig und das ist eben das, wo man von ausgeht, scheinbar in Fachkreisen, dass das Volk den Unterschied nicht kapiert und dass das Volk nicht differenzieren kann und deshalb eben sagt, in manchen Ländern und in anderen Ländern eben wieder nicht, Maske ist sinnvoll oder Maske ist nicht sinnvoll. Das ist eine strategische Entscheidung, ob man jetzt eben nun mal dem Volk zutraut, wenn du denen sagst, sie sollen Masken anziehen, tragen die die dann korrekt, kannst du ihnen zutrauen oder kannst du ihnen nicht zutrauen. So, und ganz ehrlich, uns Deutschen, uns würde ich es nicht zutrauen, dass wir es hinkriegen, im großen Umfang die Masken korrekt zu tragen, würde ich nicht glauben. Ich glaube, da kriegen wir es eher hin, dass man uns einbläut, andere Menschen sind böse, halt 2 Meter Abstand. Halt einfach immer 2 Meter Abstand, egal was passiert, halt 2 Meter Abstand. Das ist einfacher als, also von der Anweisung her, als der korrekte Umgang eben mit so einer Maske. Und ich persönlich fuhrwerke mir zum Beispiel auch viel zu viel im Gesicht rum. Immer noch, ja, auch mit Corona. Und so gesehen wäre eine Maske für mich einfach nicht sinnvoll, weil ich würde dann rumspielen. Ich kriege das nicht hin. Ich würde einfach aus Reflex. Übrigens, und wenn man so eine Maske allein schon so ein bisschen verrutscht, ja, und angenommen, man hat vorher was abbekommen, dann sitzt das hier neben der Maske und jetzt rückt man die Maske quasi rein ins kontaminierte Zeug. Die Maske ist innenfeucht, die Keime haften da wunderbar dran. Jetzt rückt man die Maske wieder zurück und schwuppdiwupp hat man das Kontamination direkt im Mundwinkel. Ja? Scheiße, ist scheiße. Also, ich halte da nichts von. Wirklich nur für denjenigen, der genau weiß, was er mit der Maske anstellt und der wirklich nur ein bisschen Zusatzschutz noch haben möchte und hinterher sich dann wirklich super korrekt verhält im Wiederabnehmen der Maske und wie gesagt noch duschen geht nach Möglichkeit gleich hinterher und dann ja, aber ansonsten nee und notwendig ohnehin wie gesagt nur für Risikogruppe. So. Das war also mein langer Monolog zur nervigen Frage, ob diese Masken denn jetzt nun helfen oder nicht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.